Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute haben wir uns das Thema überlegt, beziehungsweise wir wurden ganz häufig gefragt, sag mal, wie habt ihr es eigentlich gemacht? Hund, Baby, die Zusammenführung. Und vor allem bei Instagram kamen da einige Fragen zu rein und dann haben wir uns gedacht, warum drehen wir nicht ein YouTube-Video dazu? Also, wir haben kurze Grundinformation. Wir haben einen Hund, den hört man jetzt auch im Hintergrund hier rumlaufen. Immer bei der Begrüßung läuft er erstmal seine Runden. Der ist 4 Jahre alt, ist ein Mini-Australian Shepherd und heißt Liam. Er ist ein kastrierter Rüde und vom Gemüt her, der ist laut und verspielt, aber lieb und also so absolut nicht aggressiv. Der hat noch nie irgendjemandem von uns Aggression gegenüber gezeigt und wir sind keine Profis, würde ich vorab sagen. Wir haben hier keine Hundetraining studiert oder sonstiges und man kann auch nicht jeden Hund über einen Kamm scheren. Wir können nur unsere Tipps mit euch teilen. So. Dann fangen wir mal an, weil wir sind schon angefangen, was zu verändern, bevor sie überhaupt auf der Welt war. Ja, wir haben halt schon weit vor der Geburt, halt als wir wussten, dass Sandra schwanger ist, haben wir halt schon angefangen, uns darum zu kümmern, dass wir halt härter durchgreifen. Also wenn man vorher nicht so hart durchgegriffen hat, die haben dann auch manchmal konsequent, wir haben halt manchmal so studern lassen und dann auch der Arme, mehr oder weniger. Aber man muss halt von Anfang an klar sagen, man fährt eine strikte Linie dann, weil wenn man es nachher macht, wenn das Kind da ist und dann erst damit anfängt, dass der Hund das nicht mehr darf oder das nicht mehr darf, kann passieren, dass der Hund das mit dem Kind in Verbindung bringt und dann gegenüber dem Kind halt aggressiv wird. Und das ist ja genau das, was wir nicht erreichen wollen mit der Zusammenführung dann mit dem Baby. Ja, dann haben wir uns halt vorher überlegt, was wollen wir nicht. Und für uns ist halt, wir wollen nicht, dass der Hund an dem Kind rumleckt, das ist halt unsere eigene Meinung. Ne? Wahrscheinlich, wenn sie älter ist, wird sie das anders sehen, dann soll sie das machen. Aber wenn sie jetzt so klein ist, haben wir halt für uns so ausgemacht. Dann soll er halt vorsichtig sein, weil er darf bei uns zum Beispiel auf die Couch, wenn er auf die Couch springt, dass er halt vorsichtiger ist. Was hat er irgendwie von alleine dann auch super gemacht. Ne? Also da müssen wir uns echt, können wir uns echt glücklich schätzen. Und dann halt, jeder hat seinen Rückzugsort, sage ich jetzt mal. Also ihre Nestchen zum Beispiel, wenn wir im Badezimmer, eins und hier im Wohnzimmer, das sind ihre Nestchen. Da hat der Hund nichts drin verloren. Genauso wie sein Körbchen bleiben soll, erstmal. Wenn wir nachher merken, die sind ein Herz und eine Seele, dann sollen sie von mir aus sich alles teilen. Ich sage halt, also wir haben halt gesagt von Anfang an, Liam hat hier unter der Treppe, sieht man jetzt nicht, aber hat ja so ein super schönes, tolles, teures Körbchen. Und. Ist er wach? Nee. Und da soll er halt bleiben, rumquietschen für sein Spielzeug. Und. Da soll sie halt auch am Anfang nicht hin, weil das er halt ein Rückzugsort hat. Weil auch Kinder, ne, müssen erstmal ihre Kräfte kennenlernen und die können ganz wild sein am Anfang. Und man möchte ja ein harmonisches Miteinander. Ja, dann sind wir halt auch hingegangen. Sie hat halt ihr eigenes Zimmer. Ja. Und was wir nicht benutzen, außer zum Wickeln. Was wir nicht benutzen, genau, außer zum Wickeln. Aber wir haben ihm halt auch nie gesagt, dass er da nicht halt rein darf, weil dann würde er halt vielleicht wahrscheinlich wieder das Schlechte mit ihr nachher in Verbindung bringen. Mhm. Und auch, weil wir das Quatsch finden, den Hund, dass der Hund nicht ins Kinderzimmer darf oder weil der dafür genauso gut ins Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, warum soll er dann genau ausgerechnet in dieses Zimmer nicht rein, wenn die jetzt mit sich beiden alleine da sind, vielleicht was anderes, aber so, wenn wir da mit drin sind, dann kann er da ganz normal mit reingehen. Und, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann haben wir halt dann bevor die oder kurz vor der Geburt sind wir hingegangen und gar nicht mehr, 10 Kinder. Nicht kurz vor der Geburt. Nach der Geburt. Nach der Geburt. Als Sandra dann im Krankenhaus war und Kleine da war, hatten wir halt eine Mulltuch und das T-Shirt von Sandra, was extrem nach der Kleinen gerochen hat, beides. Habe ich dann aus dem Krankenhaus mit nach Hause genommen und habe das mal halt auf den Boden gelegt, dass Liam da mal dran riechen kann und halt entdecken, schnuffeln und die Gerüche mal aufnimmt. Und dann schon mal weiß, was auf ihn zukommt, dann in den nächsten Tagen an Gerüche. Manche schrieben auch, im Internet haben wir uns natürlich vorher schlau gemacht, benutzte Windeln. Davon haben wir jetzt abgesehen. Wir haben jetzt gedacht, also so ein Mulltuch, wo sie auch ordentlich drauf gespuckt hatte und halt mein T-Shirt, was im Einsatz war, ist halt schon intensiv vom Geruch und das hat Alex dann mitgenommen. Und darauf hat er auch gar nicht so Interesse gezeigt, oder? Das habe ich auf den Teppich gelegt und er hat kurz gerochen halt, aber wahrscheinlich auch, vermute ich mal, hauptsächlich auch erstmal wegen Sandra. Dann halt noch ein neuer Geruch, aber das Interesse da für die beiden Teile war halt, ach, nicht eine Minute, ab zwei
schon wieder weg. Zumindest nicht reingebissen, ist schon mal ein gutes Zeichen. Zumindest nicht reingebissen. Und als wir nach Hause gekommen sind, Alex hat mich abgeholt und Liam war halt in der Zeit nicht hier. Und als ich dann ich erstmal Liam begrüßt, also draußen im Garten, auf der Terrasse, damit dann tobt er sich erstmal aus und er hatte mich jetzt auch zwei Tage nicht gesehen und normalerweise sind wir jeden Tag komplett zusammen, gerade seit der Schwangerschaft. Und Liam hat mich in der Schwangerschaft auch extrem beschützt, also der war schon sehr fixiert, würde ich auch sagen, ne? Weil er halt auch wusste, irgendwas ist im Busch. Und dann habe ich ihn begrüßt und dann sind wir rein und wir hatten sie beim Schlafen noch in ihrer Babyschale so etwas geschützt am Rand vom Wohnzimmer hingestellt. Jan, er ist reingelaufen, kleine Hunde, ganz normal, und hat sich immer gedacht, hier riecht's komisch. Ist da hin, hat geschnuffelt. Und dann haben wir halt so Kommandos wie Liam lieb oder vorsichtig, die kennt er aber vorher schon, und haben das dann halt gesagt. Und wir haben das auch gefilmt. Aber da ist einfach nichts Spektakuläres passiert, was man zeigen könnte. Also er ist hin, hat gerochen, ist weg, ist nochmal hin, hat gerochen. Und dann war es das eigentlich. Und so war die erste Zusammenführung. Ja, zum Anfang war der ein bisschen aufgedrehter halt. Ja, aber wegen ihr halt auch, nicht wegen ihr unbedingt. Nee, er ist halt generell aufgedreht. Auch wenn wir vom Einkaufen wiederkommen, dann freut er sich, wie als wenn er uns 28 Wochen nicht gesehen hätte, sag ich jetzt mal. Aber dann halt ist ja auch wir haben halt so ein, wie heißt es nochmal, ein Reisebett. Mhm. Da lag sie drin, er ist dann halt die ganze Zeit drumherum gelaufen. Um halt zu gucken, auch wenn dann Geräusche kamen, hat er halt mal geguckt und er ist aber nicht reingesprungen oder sonstiges. Ich meine, so kommt er, ja doch, würde er schon schaffen. Aber er hat halt Geräusche gehört, das ist halt was Neues für ihn und war halt interessiert dran. Aber und ich muss kurz ergänzen, Liam kennt gar keine Babys. Also der hatte noch nie Kontakt zu irgendeinem Baby. Das wollte ich nur sagen, ja. Ja, das, also er hat halt, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie aggressiv geknurrt vor dem Bett oder sonstiges. Also auch gar nicht gebellt oder so. Nee. Ja, und seitdem leben wir hier in Frieden zusammen. Also ich sage zum Beispiel, wenn Liam jetzt von draußen reinkommt, dann springt er schon mal wie wild auf die Couch. Aber er guckt halt auch immer total schön, ob sie noch da ist. Also so sind alle da. Ich glaube, er hat sie so, Australian Shepherds sind ja Hütehunde, mit in seinen Rudel, mit in seine Herde aufgenommen. Schafsherde aufgenommen. Eigentlich sind wir der Boss sein zu Hause. Ja. Und wir müssen auch dazu sagen, Liam ist nicht top erzogen. Also wir sprechen jetzt hier nicht von so einem Dressurhund, Polizeihund 3000, sondern einem ganz normalen Familienhund. Und ja, also Eifersucht, würde ich sagen, ist gar nicht da. Liegt aber auch daran, dass wir ihn genauso behandeln wie vorher, uns auch Zeit für ihn nehmen. Und zum Beispiel, wenn ich still, dann legt er sich dazu auch oben in den Stillsessel da, also legt er sich davor oder dahinter und schläft. Oder beschützt uns, sagt man auslegen, wie man möchte. Und deswegen würde ich sagen, also meine Haupttipps, könnt ihr gleich gerne ergänzen, wären zu sagen, mit Ruhe dran gehen, vorher dem Hund die Regeln beibringen, die man eingehalten haben möchte zum Großteil. Und jetzt nicht den Hund komplett irgendwie wegsperren, wegschließen oder so, außer man hat einen aggressiven Hund, da muss man sich da anders drum kümmern. Aber für uns jetzt halt die Tipps, die funktioniert haben, war einfach das Familienleben weiter fortführen, nur halt mit Zuwachs. Ja, und ihnen halt nicht das Gefühl geben, auch wenn nachher ein Kind da ist, dass er komplett hinten ansteht. Also man sollte ihnen auch schon Liebe und Zuneigung schenken. Ist halt, sonst fühlt er sich auch irgendwo benachteiligt und wird vielleicht auch deswegen dann halt aggressiv oder so. Also wir wollen da nicht von ausgehen, dass da sowas passiert. Aber also wir kuscheln und schmusen genauso mit ihm wie vorher auch. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger, nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem halt noch. Nee, er kommt trotzdem nicht zu kurz. Trotzdem noch genug Leckerli. Ja, und so würde ich sagen, hat unsere Zusammenführung funktioniert. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt, vielleicht auch andere Erfahrungen oder Tipps. Ergänzungen habt ihr, ja, Tipps, genau. Und dann abonniert ihr diesen Kanal alle fleißig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne über Instagram oder auch unten in den Kommentaren. Mhm. Und falls ihr es irgendjemandem empfehlen wollt, teilt es mit euren Freunden, falls sie auch gerade schwanger sind oder sonstiges und einen Hund haben und ein Kind haben. Wie gesagt, teilt es mit eurer Familie, Freunde. So kann man sich austauschen. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.